Ja, herzlich willkommen. Ich möchte den Studiengang Corporate Digital Leadership und Transformation vorstellen, den ich mit meinem Kollegen Erik Schob von der TU Dresden durchführe. In diesem Studiengang geht es um digitale Transformation. Und digitale Transformation ist ein Thema, das heute alle Branchen betrifft, ob man ein produzierendes Unternehmen ist, ob man ein Dienstleistungsunternehmen ist, ob man im medizinischen Bereich arbeitet. Unser Studiengang fokussiert auf Menschen, die diese digitale Transformation im Unternehmen bewältigen sollen, also Fach- und Führungskräfte, die eine Aufgabe haben, dieses Thema Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. In unserem Studiengang kümmern wir uns mal um Geschäftsmodelle. Das heißt, welche Geschäftsmodelle sind in der digitalen Welt erfolgreich? Da wird man tiefer einsteigen in das Thema Netzwerkorganisation, Plattformökonomie. Wir kümmern uns um das Thema Technologien. Digitalisierung ist ja ein ganz breites Spektrum an Technologien von Big Data, künstliche Intelligenz. Es gibt aber auch solche Themen wie Bitcoins, wie geht man damit um? Es geht jetzt nicht darum, dass man programmieren lernt, aber es geht darum, Wissen zu haben auf Entscheiderebene, sodass man dann tatsächlich auch mit den Fachexperten im Unternehmen eine Diskussion als Führungskraft anfangen kann. Dann spielt natürlich das Thema Organisation eine wichtige Rolle. Das heißt, welche Organisationsformen braucht man da dazu? Was erwarten auch Mitarbeiter? Also das Thema New Work ist ja ein ganz spannendes Thema. Und der nächste Block kümmert sich dann um das Thema, wie kommen die ganzen Innovationen, also Geschäftsmodelle, Technologien, neue Organisationsformen in die Unternehmen rein? Also das Thema Innovationsmanagement, welche Methoden, welche Technologien, welche Techniken gibt es dazu? Da wir auch dann Führungskräfte, Fach- und Führungskräfte in unserem Kurs haben, haben wir natürlich auch vorgenommen, diese selber auf einen anderen Stand zu bringen. Das heißt, in unserem Masterkurs wird sehr stark auch darum gehen, dass Führungskräfte sich selber einbringen. Wir werden dort Peer-to-Peer-Runden machen, wir werden Fachexperten rannehmen, wir werden Fireside-Chats machen. Die Führungskräfte haben aber auch die Aufgabe, mal in einem geschützten Raum einfach mal auszuprobieren, wie kann man denn eigentlich auch mit Mitarbeitern in dieser neuen Welt kommunizieren. Und dazu haben wir eigentlich auch ein paar Themen vorbereitet. Also ich denke, ein spannendes Thema für alle Menschen, die jetzt im Unternehmen das Thema digitale Transformation angehen, und wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben oder mit uns ins Gespräch kommen. Vielen Dank.